Papiere, Umschläge, die ich nicht geöffnet habe, auf ausdrückliche Weisung. Es war ein mündlicher Umschlag. Ich werde mich an Schriftliches halten. Selbstverständlich. Das wird er. Gott, ihr Verwandten. Sie werden sich an das halten, was ich Ihnen sage. Letztlich. Nein. Wir werden uns an das halten, was ist, was vorgeschrieben ist. Meine Güte, wenn ein Mann in Flammen aufgehen möchte, soll er es aufschreiben. Auf einer Schreibtafel. Oder sollen wir hingehen und ihn schütteln? Liebling, wir wollen es nur wissen, Flammen oder Würmer? Deine Geliebte sagt mir, du ziehst die Flammen vor, während ich, 50 Jahre nur deine Ehefrau, die Mutter deiner angezweifelten Kinder, dich zu den Würmern wünsche. Sag es uns doch, ja? Öffne für einen Augenblick deine Augen, öffne und schließe sie und lass uns endgültig missverstehen. Der Tod ist eine so alte Krankheit. Da dies so ist, muss es eine Beruhigung sein, jemanden am Bett zu haben, der so alt ist wie ich, so vertraut mit ihm, ihn so gut kennt. Nun, zu Ihrer Beunruhigung. Mich hat es nicht gefreut, dass man Sie betraut hat. Nimm einen jüngeren Mann, habe ich ihm gesagt. Seien Sie freundlich. Es ist Sitte. Ihr holt mich doch nur für Grenzfälle, für Geburt und Tod und für kleinere Schrammen und Kratzer dazwischen. Wenn aber ein lästiger Husten immer lästiger wird, dann bin ich es, der euch den Hals oder die Brust aufschneidet. Nein, nicht ich. Ich schicke euch zu anderen. Unverzüglich. Ich bin der praktischste aller praktischen Ärzte. Es tut mir leid. Wenn Sie meinen, ein Jüngerer könnte ihn eher auf die Beine bringen und wieder zurück ans Feuer am Kamin. Nein, es tut mir leid. Die Sitte des Hauses, und die besteht schon sehr lange. Man kehrt am Ende zum Ausgangspunkt zurück. Oh Gott, das kleine Mädchen, das ich war, als er zu mir kam. Hör endlich auf damit. Sie sehen ungesund aus. Meine Lebensweise. Essen Sie Fisch und rohes Gemüse und Obst. Lassen Sie alles bleiben, was Sie mögen. Außer Sex. Davon so viel wie möglich. Fisch, rohes Gemüse, Obst und Sex. Dankeschön. Eier, rohes Fleisch, Milch, Käse, Butter, Nüsse. Fast jederlei Stärke, außer Kartoffeln und Reis. Das ist alles schlecht für Sie. Links liegen lassen. Zwei Gläser Whisky vor dem Abendessen, ein Glas, guter Burgunder dazu und Sex vor dem Schlafengehen. Damit schaffen Sie es. Das hält Sie auf dem Damm. Wofür? Bis es für Sie an der Zeit zum Sterben ist. Man muss ja nichts überstürzen. Tod, 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 Tod. Tod, ja. Ach, der trifft uns mitten ins Leben. Ah! Ich habe geschlafen. Ich habe geschlafen. Ich habe geträumt. Ich träumte, ich schlafe und das weckte mich. Ist alles... Es ist alles in Ordnung. Schlafen Sie weiter. Nein, ich kann nicht. Ich darf nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist alles in Ordnung, ja. Sollten Sie nicht dort hinten sein? Wenn ich sollte, dann wäre ich. Ja, Entschuldigung. Also vier Männer. Ach so, ja. Ja, ich glaube, er war ein Mann. Vier Männer also. Nicht allzu schlimm, denke ich. Verteilt. Nicht alle auf einmal. Ja. Ich habe nur einmal geliebt. Ja. Was, wenn es kein Papier gibt? Was, wenn alle Umschläge nur Geschäftliches enthalten und keinerlei Hinweis drauf?
Was, wenn es keine Anweisungen gibt? Dann bleibt es der Ehefrau überlassen, nicht wahr? Ja, gewiss, aber immerhin... Immerhin? Nach einer gewissen Zeit stützt sich dieses Vorrecht nur auf das Gesetz. Nur und Gesetz? Diese zwei Wörter in einem Atemzug von dir? Ich kann es nicht verhindern. Weshalb solltest du das wollen? Warum spielen wir was, wenn? Er ist ein gründlicher Mann. In Rechtsfragen so bewandert wie du. Zumindest in manchen. Ich spekuliere nicht. Diese Umschläge sind nicht von gestern. Das glaube ich unbesehen. Wie alt warst du, als dir der Tod bewusst wurde? Tja, was er bedeutet, meinst du? Im Alter, in dem wir alle Philosophen werden. 15. Nein, ich meine, als dir bewusst wurde, dass er dich selber anging. Als du wusstest, dass du den höchsten Punkt der Achterbahnfahrt schon erreicht hattest. So, 38. Hast du damals ein Testament gemacht? Ja. Enthielt es Anweisungen? Ja, aber nicht dafür. Nicht für das, was mit mir geschehen sollte. Vielleicht machen sich darüber Frauen mehr Gedanken. Vielleicht. Und vielleicht dachte ich gar nicht daran, mir darüber Gedanken zu machen. Klinge ich wie eine Stammesmutter? Trage ich Federn? Hängen meine Ohrläppchen bis auf die Schultern? Man könnte meinen. Eine Schlussfolgerung war ganz einfach. Man kann seinen Mann verlieren, solange er am Leben ist. Doch wenn er es nicht mehr ist, gehört er einem wieder. Noch ist er es. Was? Am Leben. Das wissen wir. Ich war nicht ganz sicher. Weiter nichts.